Dr. Stolzenfels, Mr. Mambu oder einfach Norbert Labatzky. Der Mann hat viele Namen und noch mehr musikalische Talente. Labatzky war Performance-Künstler, sang Arbeiterlieder, spielt immer noch eine hervorragende Klezmer-Klarinette, komponiert philosophische Trinklieder und macht Tanzmucke. Norbert Labatzky ist weltberühmt in Gelsenkirchen, was auch mit seinem sozialen Engagement zusammenhängt. Seit 6 Jahren organisiert er die Straßenfeuergala zugunsten der Obdachlosenhilfe und auch das Demenzcafé ist seine Idee. Grundidee ist, die Menschen in den öffentlichen Raum zu holen, raus aus den Heimen, also nicht in den gemeinsamen Räumen da feiern, sondern raus in ein normales Café und auf normale Bürger zu treffen. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, die mir sehr viel Spaß macht. Im Moment haben wir leider das Problem, dass da keine Barrierefreiheit mehr gegeben ist und ganz, ganz viele nicht mehr kommen können. Aber da arbeite ich dran, da wird auch sich bald was ändern. In Gelsenkirchen geboren und hier nie wirklich weggekommen. Für die harte Dr. Stolzenfels-Phase in den 1980er und 90er Jahren war seine Heimatstadt fast ein bisschen zu spießig. Doch Labatzky ist geblieben. Also ich bin sehr heimatverbunden. Ich habe zwischendurch wirklich tolle Angebote bekommen. Ich hätte in Berlin was machen können, als ich noch relativ bekannt war mit meinen Performance-Sachen. Ich habe hier meine Familie und fühle mich in dieser Stadt sehr verbunden. Das ändert nichts daran, dass er nicht immer bequem ist, denn Norbert Labatzky ist immer noch ein etwas schräger Vogel. Er macht künstlerisch oder eben inhaltlich konsequent sein Ding. Wenn der Doktor von irgendetwas überzeugt ist, dann gibt er keine Ruhe. Ich möchte in Gelsenkirchen noch viel verändern.